Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu The Escapist The Walking Dead. Mein Name ist Wodan und das ist die 9. Episode von der Staffel. Ja, ich glaube nicht, dass es das eine Staffel wird, aber sagen wir mal von den Let's Play. Was ist eigentlich bisher geschehen? Ja, wir sind Folge 8 an unsere Grenzen gekommen. Zum einen haben wir Tyrese verloren davor und wir haben gemerkt, dass es ziemlich beschissen ist mit ein weniger. Aber nun gut, wir haben eine Shotgun, findet den Generator und wir haben natürlich ein paar Coins dazu bekommen, oben rechts zu sehen, die uns dabei helfen, das Spiel etwas leichter zu gestalten. Wir können nämlich hier in diesen, sagen wir, Waffenkammer-Reservoir gehen und die Coins dazu eintauschen, nützliche Gegenstände zu kaufen. So, Kinders. Stimmt. Wenn wir I drücken, sehen wir ihr Inventar. Nein, T, E, F, F. Na klar, muss man ja auch drauf kommen. F wie Inventar. Rindvieh. So, können wir jetzt essen gehen, Jungs? Das kostet immer sehr viel Zeit, hier die ganzen Interaktionen mitzumachen und man kommt einfach nie dazu, sein Zeug zu machen. Und schlussendlich. Gut, das zählt jetzt als Intermezzo mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So, wir haben nämlich ein Rezept gefunden, wenn wir hier auf Tagebuch eines Gefangenen gehen und Michonne, ich brauche wirklich einen Friseur. Was? Ja, du brauchst einen Friseur. Ist klar. Eine Friseurschere. Wirklich. Rick. Finde sie. Wir haben andere Probleme. Notdürftige Leitern zum Beispiel. Leichte Drahtschere, um den Zaun aufzumachen. Jetzt ist ja die Sache, wenn man die Staffel verfolgt hat von The Walking Dead, wenn man so einen Zaun aufreißt. Ein, zwei Leute haben was bemerkt, dann kommen auch andere Sachen rein. Aber gut, ich will da jetzt niemanden vor den Kopf stoßen. Michonne weiß sicherlich schon, was sie da macht. Michonne weiß sicherlich schon, was sie da macht. Oh, schwierig. Brüchiger Schneider, Pfeile und Klebeband. Das werden wir doch sicherlich irgendwo hier haben. Mann, Mann, Mann. Wir haben auf jeden Fall eine Friseurschere und eine Heckenschere. Heckenscheren haben wir ohne Ende. Mal gucken, was Michonne dazu sagt. Michonne! Na, 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 my Chirona. Jetzt warte. Warte. Warte, 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 warte. Du wolltest doch zum Friseur, nicht ich. Meine Fresse. Okay. 150. Da, 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 da. Jetzt geht es los. Und Trommelwirbel. Nichts. Ja, die Frage ist, ist das Hackebeil besser? Kann man wahrscheinlich nur in der Praxis testen, ob es jetzt wirklich besser ist. So, ich möchte jetzt nochmal kurz den Zaun begutachten. Hallo, Sie? Das ist Privatgelände. Was machen Sie hier? Haben Sie einen Ausweis dabei? Ich guck mal nach. Nee, haben Sie nicht. Gut, dann hat sich das auch schon erledigt für meine. Na, da sind doch immer diese Dinger. Das sind doch der Stützpfeiler für Tunnel. So, meines Erachtens können wir die bauen aus Holz. Und die Tür ist offen. Wer hat den Zombie rausgelassen? Ah, ich wollte es schon immer mal machen. Tut mir leid. Auch wenn es jetzt Verschwendung war, gerade wahrscheinlich. Oh Gott, da war noch einer. So. Wir müssen leider ein bisschen aufpassen. Ja, Gark! Gark! Was will uns damit sagen? Ich habe meine Uhr verloren, hilf mir. Nee, es waren dann die anderen eigentlich, die immer was verlieren. Morgen, Karl! Na?
Ja, ich sehe schon, Karl macht meine Aufgaben. Ich hasse dich. Mein Sohn, aus dir wird was riesengroßes. Ein Anführer. Ja. Aus großer Last wird noch größere. Ja, du weißt schon. Na? Und? Sie auch? Ist das was? Ja, heiligsblechle. Und können wir jetzt noch mal ein bisschen Sachen machen hier? Komm. Das ist ja schlimmer als Sims, ey. Gut. Wir wollten erkunden. Erkunden. Digga. Ah, ich könnte wirklich eine Batterie gebrauchen. Gut, mein Sohn. Werden wir dir eine Batterie bringen. Michonne kommt mit. Eine Batterie, sagt er. Ja, Waffen generell mitnehmen, denke ich mir. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Aber du bist entlassen für heute. Danke, Michonne. Was heißt für heute? Oh Mann, immer diese Essensration. Also, wenn ich bei einer Zombie-Apokalypse alle 2 Stunden essen würde, ist ja logisch, dass wir draufgehen werden irgendwann mal. Ne? Aber Glenn kauft dir endlich eine Perücke oder so. Das ist nicht derselbe Glenn. Tut mir leid. Ja, gut. Ich glaube, der Typ, der hat einen Hammer. Hammer. Kriegst von mir das Hackebeil, dann kriegt der Herr hier das. Der hat schon einen Schlagstock. Du hast die. Und du hast auch eine Nahkampfwaffe, ne? Ah ja. Es wird schon, es wird schon. Wir schaffen das, kein Problem. Muss ja auch ein bisschen Optimismus hier versprühen. Ja, das kann man dann übrigens essen. Wenn man am Arsch ist, wie ich meistens, kann man das auch mal essen. So, da haben wir ein Schwert. Ich weiß nicht, wo die Sachen waren. Ich glaube, die gehen irgendwann los, ne? Och, guck mal, hier ein Schwert. Nimm ich doch mal mit, ne? Das ist die Frage. Ein Schwert ist ja an sich sicherlich besser als, ne? Versteht, was ich meine? Ja. Abrüsten. Abrüsten geht, indem ich E drücke. Dann muss ich aber rausgehen und E drücken. Ja, abrüsten. Abrüsten, aufrüsten, wegbürsten. Klopapier. Da war doch was. Klebstoff. Ja, so viele brauchen wir nicht. Hallo Sie. Irgendwann liegt hier alles auf dem Boden. Glaub mir. Irgendwann liegt hier alles auf dem Boden. Ja, ich spiele wieder mit Tastatur und die ist leider mechanisch. Das hört man dann. Ich habe die jetzt so weit wie möglich weggestellt. Schwierig. Ah ja. Hier geht auch wieder der ausgegebene Schaden plus... Wahrscheinlich die Häufigkeit, wie man zuschlägt. Also Speed Damage und... Was ist das denn hier? Könnte man mal ein bisschen aufräumen, oder? Nicht? Gut. Oh, hier ist doch jemand vorne mal gestorben. War ich das sogar? Nee. Aber wir haben hier Farbeimer. So, brauchen wir hier? Nee, gut. Na, sie... Ich möchte mal gern mein Schwert an sie ausprobieren. Nein? Oh, das haut was. Das haut was. Sehr schön. Da ist die Friseurschere. Falls mal wieder jemand zum Friseur muss, kein Problem. Ja. An und für sich dasselbe wie immer. Man geht auf Loot-Tour, bis man merkt... Das Zeug, was ich suche, finde ich nie. Und wenn ich es mal gefunden habe, finde ich das... Ja. Ich helfe Ihnen, Ma'am. So. Ja, alles gut.
Toll. Jetzt hat die dumme Kuh ja den ganzen Scheiß da reingestopft. Ja, nimm's raus. Komm. Nimm's raus. Danke. Meine Fresse, ey. Jo, dann nimm doch die auch noch. Stimmt denn mit der Frau nicht? Ja, alles auf einen Teller. Das ist sie. Das ist unsere Maggie. Maggie. Die ist eigentlich blond übrigens. Das, ich meine, das ist wirklich, also nicht. Oder ist das die Maggie, die ich meine, dass es die ist? Die ist doch eigentlich blond, nicht braunhaarig. Aber wir haben zumindest das Pensum geschafft, das ist super. Ich bräuchte nochmal die notdürftige Schere, finde ich ja leider nicht. Dann brauchen wir eine Leiter, da brauche ich nochmal zwei, haben wir. Was denn jetzt schon wieder? Nachmittag, ja. Ich komme hier echt zu nichts. Das haben sie ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Du kommst hier zu nichts. Ja, was hat sie denn jetzt eigentlich? Lori. Nee, Lori, erstmal nicht. Ja, Klebeband suche ich selber auch noch. Eins nach den anderen, Mädels. Eins nach den anderen. Und Sextoys immer hier. Handschellen. Schwierig. Was ist das denn? Kissenbezug, da war da was. Kissenbezug war immer was. Das weiß ich noch. Kissen, aber kein Kissenbezug. Gut, brüchige Schaufel, brauchen wir einen Griff, ein Klebeband, Metallblech. Metallbleche können wir herstellen, das ist schon mal eins weniger. Kissenbezug, Stück Seife. Mhm. Nein, danke. Gott, des Willen, ey. Was hat er hier nur gemacht? Das sind dann auch zu viele Sachen. Wenn man das Spiel jetzt nicht regelmäßig spielt, weil ich mache das ja jetzt nur zum Let's Play, dann müsste ich mich damit richtig krass befassen. War heute noch gar kein Sport gemacht, wa? QE. Jetzt hört das? Ja, ihr hört's. Ja, das ist halt richtig schlecht, ne? Aber es ist einfacher als mit, übrigens, mit dem Controller die Taste so zu schlagen. Da kommt die alte Nintendo-Verletzung wieder zum Vorschein. Super Mario Karts. Oh mein Gott. Okay, das reicht, Rick. Du hast es echt toll gemacht. Das gibt's nicht. Aber dass das Gewicht dann wirklich auch mit der Zeit schwerer wird, das haben sie auch schon hingekriegt. Das muss man mal sagen. Gut. Ohrenkrebs ist weg. Tut mir nochmal leid. Mein Gott, du kommst hier zu nichts. Merkt ihr es schon? Ich habe hier Sachen zu machen und die... Alleine wegen der Zahl hier oben, dass sie null bleibt, muss ich alle Aktionen mit den Typen machen. Ne? So, jetzt kommt aber mal jemand mit. Ich könnte die auch vor der Tür legen, ne? Die Sachen eigentlich. Warte mal, wenn ich was brauche. Oh, das ist schlecht. Schlecht. Wir müssen ja Sachen später auch... Kann ich die hinschmeißen einfach? Schmeiß mal hin. Schmeiß doch mal hin, komm. Was ist denn jetzt abends? Gruppenzählung! Yeah, ihr seid noch alle da. Keine Gruppenzählung, ah, das kommt später, ne? Gut. So, jetzt killen wir noch mal ein. Mal ein Punk oder was? Kommen wir hier eigentlich, wenn ich jetzt... Aha, müssen wir uns hier durchschneiden, richtig, ja? Ja, das Problem, wenn wir uns da durchschneiden, wie gesagt, da kommen andere mit. Oh, scheiße. Kann man sich hier verstecken? Ich bin nur am Arbeiten hier. Was denn jetzt? Versorgung, LKW. Es werden ja weniger Leute und dadurch muss einer mehr arbeiten. Und das ist meistens Karl und... Ach, Maggie macht auch nicht. Das ist ja nett von dir. Dann kann ich ja gleich drei Sachen mitnehmen, ich halt. Nimm doch mal drei mit. Hier haben wir noch einen Wassertank. 5 Liter Fass.
müsste reichen. Und Konserven. Ich möchte lieber mal so eine kleine Quest haben, dass ich mit dem Truck losfahren kann und dann Sachen looten. Ne? Das wäre doch mal richtig geil. So eine Random Stadt. Random City. Und dann nehmen wir Michonne mit. Kleine Glatze vielleicht noch. Ja, Tisch. Da ist ein Mob im Block. Und ein Besen. Alles so Sachen, mit denen ich jetzt nicht so sonderlich viel machen kann. Ne? Ich kann jetzt auch nicht. Kommt der Typ eigentlich mal wieder hier? Da stand immer einer. Habe ich auch so mal eine Waffe gekauft. Weil ich gedacht habe, es wäre Daryl. So. Vielleicht liegt hier noch irgendwo ein Rucksack. Vielleicht, wir könnten ja auch mal Tyrese besuchen. Da, das ist, müsste Tyrese sein. Abendzählung, das ist wichtig. Oh, Kinders. Theatralik. Ah, Gott, Rick. Der Hackbraten, ne? Der Hackbraten von heute Mittag. Ihr seid super. Ohne euch wäre ich nichts. Ohne dich sei immer jemand anders. Und sie, ganz toll. Und das ist meine Mütze, Karl, ne? Die kriege ich irgendwann mal wieder. Müssen wir jetzt nicht hier diskutieren von den anderen, ne? Das ist sonst ein Nackenschlag hier. Maggie. Schöne Frisur. Könnt mal wieder duschen gehen. Nachts. So, nachts ist es. Jetzt könnte man speichern oder man könnte wieder losgehen, ne? Das ist immer so eine Zwiespalt. Losgehen, Sachen machen. So, wir haben jetzt Zeit bis zu einem gewissen Punkt, wo man noch speichern kann. 20% auf alles. Aha. Das ist aber interessant, was hier alles so rumliegt, ne? So verlegt, hinsetzen und Willi. Da gucken wir mal, was hier los ist nachts. Wahnsinn. Tisch. Da ist ja eine Frau. Na, wie heißen Sie? Seinsbür. Was ist das hier, Frau Sein? Seinsbür. Ich könnte auswählen. Aber schön, dass Sie Holz dabei haben. Also jetzt müsste man ja eigentlich sagen, Stufenleiter. Das war ja ein richtig, nicht mal ein Fehlkauf gewesen. Also habe ich ja richtig Glück gehabt. Aber ich nehme jetzt aber trotzdem immer so Sachen mit, die ich gleich direkt kaufen kann. Und dann sparen wir 55. 55. Und machen daraus dann schöne Sachen. Ne? Dann gucken wir nochmal hier rein, was der Rucksack so sagt. Der sagt, ich mache da jetzt eh mal die Shotgun rein. Ja. Wenn man hier mal nämlich im Arsch ist, dann kann man nochmal zum Rucksack gehen. Müsste man sich nur merken, aber ihr erinnert mich da sicherlich dran, dass da noch ein Shotgun drin ist. So, jetzt müsste ich aber speichern. Ich muss nämlich unbedingt noch weg heute. Hab nämlich noch Karten bekommen für ein schönes Fußballspiel. Schönes Fußballspiel. Nein, du sollst dich hinlegen, du Deputy. Er ist ja wirklich einer. Nee, das ist kein Deputy eigentlich. Eigentlich ist es ein Sheriff. So, speichern. Ich sage damit erstmal Tschüssikowski. Nächstes Mal geht's weiter an der Stelle. 6 Uhr. Und dann machen wir die Leiter an den Straßenrand und versuchen irgendwo hochzukommen. Keine Ahnung, wie wir dann gucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Die Folge werde ich direkt hochladen. Heute ist nämlich Sonntag und ich bin unter Zugzwang. Also macht's gut. Ciao.